ihr Hübschen, wie ihr oben gelesen habt, das ist das letzte aufgebraucht für das Jahr 23. Red mal gar nicht lange rum, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich greife immer einfach wild rein. Hier, das habe ich bei mir in meine Roboter mit rein. Ich habe so einen Staubsauger-Roboter, der auch nass wischt und da gebe ich immer das rein. Ja, das habe ich ganz gerne gemacht. Da wechsle ich aber auch immer mal die Sorten durch. Das war jetzt Pink Bubblegum, genau hier oben steht es. Es hat echt ganz gut gerochen, also so, ja, total nach Kaugummi. Total cool, hat mir echt gut gefallen. Würde ich auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann habe ich wieder meine Akne-Tinktur mir geholt. Salicylsäure ist da drinnen, Chloramphenicol und Isopropanol. Genau, und das ist übelst gut, muss ich sagen. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann ist leer gegangen. Das hier, das hat mein Mann von Hermes mitbekommen. Der war jetzt kurzzeitig bei Hermes arbeiten. Und da haben die so vor Weihnachten so Plätzchen bekommen. Ja, bin jetzt so der Plätzchen-Fan, muss ich sagen. Dann habe ich mir die hier gegönnt. Und Leute, die sind wirklich lecker. Also kann ich absolut empfehlen. Wenn die irgendwie im Angebot sind, würde ich mir die auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Für den regulären Preis, muss ich sagen, sind sie mir eigentlich zu teuer. Dann hatte ich ja bei La Taffe einiges bestellt und das hier ist von Maison Alhambra, das Alive und das riecht so gut, Leute. Ich mag das auch voll, weil die Verpackung ist hier so gummiert, also die sind schon wirklich toll, muss ich sagen. Die Parfums von La Taffe kann ich absolut empfehlen. Ich verschenke jetzt auch zu Weihnachten einige, weil ich sie einfach gut finde. Und ja, dann hat mein Mann diese Nutella Be Ready mal gekauft, habe ich noch nicht gekannt. Waren okay, würde jetzt aber nicht meine Lieblingssüßigkeit, muss ich sagen. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann ist leer gegangen hier wieder so ein Duftspender. Und zwar das hier war Masai-Seife. Sorry. Oh Gott. Ich glaube nochmal. Nein. Oder? Nein. Auf jeden Fall, ja. Sorry, oh Gott. Ja, auf jeden Fall liebe ich die. Die gibt es ja in Tschechien, kaufe ich mir die immer für 1 €. Liebe ich. Und die haben ganz tolle verschiedene Sorten. Und ich habe jetzt oben noch ein bisschen Restbestände. Und ich denke, im neuen Jahr 2024 werde ich mal wieder hinfahren. Dann habe ich hier dieses Duschgel aufgebraucht. Ja, ich habe es geliebt. Gute Laune, genau so war es auch. So ein zitrischer Duft gewesen mit ätherischen Ölen aus sizilianischer Zitrone, Orange und der Lycea Cubeba. Das ist anscheinend diese Blume hier. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist super zitrisch gerochen und es macht bei mir einfach eine frühgute Laune. Also ich liebe so ein Duschgel, ja, liebe ich über alles. Dann geht es weiter mit Parfums. Also ich habe mir wirklich einige Parfums jetzt gegönnt, wo ich schon länger haben wollte und ja. Unter anderem dieses hier, das ist von Jean Art. Die haben wirklich tolle Parfums, besondere. Und ich liebe ja Tiare, das ist ja so mein absoluter Favorite-Duft. Und ja, das glitzert sogar, also das ist so golden, hat Glitzerpartikel drin, kann ich absolut empfehlen. Habe ich ganz günstig auf Vinted geschossen, ja. Dann geht's weiter mit Parfum. Auch das hier habe ich mir von Vinted gegönnt. Da bin ich auch jetzt lange rumgeschlichen. Schaut mal, wie schön das glänzt. Also die Verpackungen. Bombe. Auch wieder von La Taffe. Das ist das Pure Musk. Da war ein Deo drinnen oder so ein Parfümspray. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es Parfum drinnen und so ein kleiner Spender noch. Ja, ich liebe es, habe ich schon oft benutzt und ja, kann ich auch absolut empfehlen. Dann geht es weiter mit Mochi. Ich habe mir das Mochi-Eis beim Lidl mitgenommen, fand ich lecker, würde ich mir jetzt halt nochmal nachkaufen. Ich mag die normalen Mochis lieber als in Eiscreme, aber es hat gut geschmeckt, kann ich empfehlen. Dann ist leer gegangen die Maronen, die liebe ich auch, die sind schon komplett fertig, kann man so einfach snacken zwischendurch mal. Super lecker bekommt ihr im Netto. Ach, das ist die große Verpackung von dem Be Ready. Wie gesagt, war okay. Brauche ich das aber nicht unbedingt nochmal. Dann geht es weiter mit einer Zahnpasta. Und zwar diese hier. Die Oral-B. Ich finde, die sind alle sehr, sehr gut von dieser Professional-Reihe. Und das hier war jetzt eine mit Sensitivität und Zahnfleischbalsam. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Zahnfleisch besser wurde. Also ich habe recht Zahnfleischbluten immer gehabt und das hat einen ganz besonderen Geschmack.
So Nelke würde ich fast beschreiben. Also ganz toll, hat mir richtig gut gefallen. Würde ich mir auch echt nochmal nachholen. Ist halt nicht ganz günstig, habe jetzt die über Motatos bestellt für 2,99. Ja. Dann, ja, die waren auch super toll. Die habe ich aktuell in meinem Auto hängen. Ich glaube, die sind eigentlich eher, weiß ich nicht, für Kleiderschrank oder so gedacht. Ich habe sie mir ins Auto gehangen. Apfelstrudel und Leute, das riecht so gut. Ja, so weihnachtlich. Ich liebe das. Wie gesagt, habe ich aktuell im Auto. Dann ist das hier leer gegangen. Auch einer aus der Tschechei. Wie gesagt, da habe ich 1000 verschiedene Varianten und ich liebe das. Dann habe ich mir die L'Oreal, wie heißt die? Diese Mascara, diese schwarze gegönnt, Telescopic Lift Mascara. Ja, ich finde sie gut, aber ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Für den Preis nicht. Also ich finde die von Essence, diese weiß-schwarze, tausendmal besser. Deswegen, ja, ich wollte die probieren. Ich kann die auch alleine nicht benutzen. Da funktioniert es bei mir gar nicht. Ich muss die mit anderen layern. Dann funktioniert es besser. Aber wie gesagt, ich würde sie nicht nochmal nachkaufen. Aber ich wollte sie halt testen und ja. Das ist meine Meinung. Gibt natürlich andere Meinungen, kein Problem. Dann mein allerliebster, wie heißt denn das überhaupt? Liquid Scent Booster von Action. Leute, der riecht so geil, der ist so edel, ganz intensiv. Die Wäsche riecht so toll. Also, ja, das sind so dunkle Beeren drauf. Ja, das ist so edel. Also, das ist so ein ganz edler Geruch. Ja, dunkle Beeren und. Ganz schwer und ah, ich liebe es, ich liebe es. Muss ich mir nachkaufen? Habe ich leider nichts mehr da. Nur noch die andere Variante, die Orange, ne? Dann hat mein Mann aufgebraucht, das hat er sich in der Türkei mitgenommen. So ein, ist das, weiß ich gar nicht. Sirup, glaube ich, Granatapfelsirup oder so. Also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Er hat es ganz gerne getrunken, aber hat sich auch relativ lang drauf aufgehalten. Weiß nicht, ob er das unbedingt nochmal haben will. Dann. Ja, diese Tücher, die haben so süße Boxen immer. Die waren jetzt vom Netto, die haben echt immer schöne Boxen. Aber die sind eigentlich überall gleich gut, muss ich sagen. Dann habe ich mir die mal mitgenommen im Lidl, fand ich auch ganz gut. Die Originale finde ich aber, muss ich sagen, besser, weil das ist hier recht fest. Aber schmeckt trotzdem gut, also kann ich empfehlen. Hingegen, was mir gar nicht geschmeckt hat, ist das hier. Brokkoli-Käsesoße, so Nudelcup. Da wird, ist eigentlich eine gute Marke, aber nee, hat mir gar nicht geschmeckt, muss ich echt sagen. Dann ist Duschgel leer gegangen. Das habe ich mir im La Bitta Hotel in Sardinien mitgenommen. Hat mein Mann aufgebraucht. Shampoo fand er gut. Dann hat das hier auch mein Mann aufgebraucht. Aktischmelz, Brokudent, die sind ganz toll. Kann ich absolut empfehlen. Die sind ähnlich wie die Oral-B, nur günstig. Genau. Dann das allerbeste Mundspülungsteil auf der ganzen Welt ist das hier. Gibt es unter 1 € bei Lidl. Ist definitiv ein Dupe zu dem Listerine. Kann ich absolut empfehlen. Das Beste überhaupt. Dann hat mein Mann ein Duschgel aufgebraucht. Und zwar dieses hier von Nivea Cream Protect. Fand er auch ganz gut. Dann, ja, liebe ich. Ich habe mir hier diesen Ölbrenner beim Action geholt und habe jetzt hier diese Exotic Litchi Variante aufgebraucht. Fand ich ganz gut. Ich habe aber noch Cotton Fresh, habe ich noch da. Apfelstrudel im Moment. Bombe für die jetzige Zeit einfach perfekt. Aber auch das hier fand ich sehr, sehr gut. Dann hatte ich mir meine Haare gefärbt. Jetzt sind sie wieder neu. Wie ihr seht, die sind so Kirsche. Ich liebe es, aber die Haare sind jetzt nicht gemacht, wundert euch nicht. Die sind ganz kurz und ach, ich liebe es. Auf jeden Fall habe ich vorher die Farbe drauf gemacht, eine von Diadem Schwarzkopf in diesem Dunkelbraun. Die hatte ich vorher drauf, also in meinen letzten Videos seht ihr noch diese Farbe. Die war recht günstig im Action unter 2 €, kann ich euch empfehlen. Dann geht es weiter mit einem Parfum. Ah! Das habe ich aber schon länger zu Hause, aber ich habe mich jetzt vom Karton getrennt. Und zwar auch eins von Latafa, Ruud al-Mask. Riecht auch toll. So frische Wäsche, Duft, aber speziell. Also das mag ich auch gerne. Also wenn ihr Bock auf ein Parfümsammlung-Video habt, gebt Bescheid. Also ich habe eine riesen Parfümsammlung, habe ich noch gar nicht so oft drüber gesprochen, aber ich liebe Parfums. Und ja, wenn ihr Bock habt, gebt Bescheid. Liegt an euch. Dann ein Duschgel, was leer gegangen ist. Und zwar dieses hier fand ich auch super toll. Und zwar Kaschmir Vanilla mit einem cremigen Vanilleduft. Und genau so war es auch. Also das hat super gut gerochen. Ich liebe es. Also das würde ich mir echt nochmal nachkaufen. Also wenn ich das noch bekomme, würde ich es mir nochmal holen.
Dann hat mein Mann das hier mitgebracht. Die Russen da draußen werden das kennen. Ja, das fühlt sich an wie Luft im Mund, ganz cool. Ja, da habe ich mich drüber gefreut und habe das auch gegessen. Aber ihr wisst ja, mein Mann ist kein Russe, sondern das Aserbaidschaner. Aber ja, er kennt halt solche Sachen auch. Dann habe ich ein Parfümbröbchen bekommen, und zwar dieses hier von Tiffany & Co. Und zwar dieses Rose Gold Intense. Leute, das riecht wirklich gut. Also ich bin am Überlegen, mir das in groß zu kaufen, weil das echt hat mir gefallen. Dann hatte mein Mann ein bisschen Rücken- und Armprobleme, und da haben wir die drauf gemacht. Die haben wir jetzt mittlerweile auch schon wieder nachgekauft. Die haben wir immer daheim. Das sind so Wärmepflaster und die sind super günstig im Action und sind wirklich toll. Da muss man nicht die teuren Apotheke kaufen. Absolut nicht. Dann habe ich mir hier diese Wäschepallen mal bei Temu bestellt. Die sind okay, aber ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Dann kaufe ich mir lieber die für 5, 6 Euro von Lenore. Ist, denke ich, besser. Dann hatten wir mit Schuldatteln. Die waren 50% reduziert und mein Mann liebt Datteln. Die hat er platt gemacht. Mir haben sie nicht so geschmeckt, aber ja, er hat sie sehr gerne gemocht. Dann hatte ich bei Motatos bestellt, da kommt heute auch noch ein Haul, der Karton steht hier. Wir haben aber gestern schon ein bisschen was rausgeräubert, und zwar das hier haben wir schon platt gemacht. Das sind so dunkle Brotchips mit 3 verschiedenen Käsesorten. Und ja, die waren wirklich lecker, waren die, also muss ich echt sagen. Kann ich empfehlen, die waren nur ein bisschen fettig, also zu viel davon dürfen wir nicht essen. Aber ja, war lecker. Dann die besten toilettenfeuchten Tücher sind einfach diese hier. Ich liebe den Duft. Die Teddy Care bekommt ihr im Action. Habt ihr auch schon ganz oft von mir gesehen. Was auch sehr lecker war von Vegans, diese, wie heißen die? Cracker in Cheese Style. Die waren auch super gut. Die kann ich absolut empfehlen. Habe ich auch entweder über Matatos oder Lebensmittel Sonderposten bestellt. Mega günstig. Und waren echt gut. Genauso wie diese hier würde ich mir, glaube ich, aber nicht nochmal kaufen. Diese Apfel-Müsli-Stangen waren okay, aber ich glaube, ich brauche sie nicht unbedingt nochmal. Dann geht es weiter mit, ja, die sind auch super lecker, die hatte ich schon öfters gesehen. Gibt es auch im Action, habe ich mir da schon gekauft, aber das Mal habe ich sie, glaube ich, bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Die sind so richtig cheesy, die sind richtig geil. Kann ich euch empfehlen. Dann ja, die allerbesten Putztücher, diese feuchten XXL Vibes in Apfel, die haben jetzt die Verpackung gewechselt, sind jetzt nicht mehr pink, sondern grün, sind genauso gut, die habe ich gerade in Verwendung, die liebe ich, also die sind immer bei mir zu Hause, immer. Dann, ja, habe ich hier diese sauren Dinger, ich mag keine sauren Gummibärchen, aber die waren ganz gut, muss ich sagen, die waren okay, aber eine große Menge kann ich davon auch nicht essen. Dann ist ein Duschgel gegangen, das war mal vor so einem Geschenkset, hatte ich jetzt lang zur Deko rumstehen, was so süß war. Ich habe es auch gerne verwendet, der Duft war okay, würde ich mir nicht nur nachkaufen. Ja, es war einfach super niedlich, es ist einfach so, aber jetzt kommt es weg. Dann ja, war ich die letzte Zeit wieder öfters krank leider, also mein Immunsystem ist dieses Jahr sowas von schlecht gewesen, ich war so oft krank, ja. Nicht schön, auf jeden Fall habe ich mir diesen Fenchelhonig habe ich immer daheim, wenn ich Husten habe, kann ich absolut empfehlen. Der ist vom Netto gewesen, tut richtig gut, ist mit Honig, ganz toll, kann ich absolut empfehlen. Dann sind hier ja, Teelichter, brauche ich immer zu Hause, die Spiced Fruit, perfekt für die jetzige Jahreszeit, ich glaube, die waren vom Action, liebe ich. Dann hat mein Mann die Zahnpasta leer gemacht, ja, fand er auch ganz gut, Dental Lux. Frische Gel, ja, war nicht schlecht. Dann ist eine Handseife leer gegangen, und zwar diese süße Handseife. Seht ihr das? Ah, Unicorn Magic, hat gut gerochen, kann ich auch absolut empfehlen. Dann geht es weiter mit einer Handcreme, die ich bei Temu, glaube ich, bestellt. Ja, der Duft war leider nichts. Ich habe gehofft, es riecht so ganz intensiv künstlich nach Grape, aber leider nein. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann geht es weiter mit einer Schokolade von Vegans. Ey Leute, die war so lecker. Die war so lecker. Weiße Kokosflakes kann ich absolut empfehlen. Gab es auch recht günstig bei Lebensmittel Sonderposten oder Motatos. Ich weiß nicht genau. Dann geht es weiter mit Buchweizen. Hat mein Mann neulich gemacht. Schmeckt mir voll gut. Habe ich vorher noch nicht gegessen. Kann ich empfehlen. Dann sind 2 Duftkerzen leer gegangen. Die gab es im Action, ja, und die haben so gut gerochen, Leute. Aber leider habe ich die jetzt das letzte Mal nicht gesehen. Also wenn ich die wieder sehe, würde ich mir die sofort
nachkaufen. Der Duft war ganz intensiv nach frischer Wäsche. Oh, ja, habe ich geliebt, wirklich. Dann geht es weiter mit Kaffee. Und zwar diese Kaffeekapseln, die passen leider nicht für meine Kaffeemaschine. Aber der Kaffee da drin ist super lecker. Ja, muss ich mal schauen, was ich damit mache. Also der ist wirklich toll. Bekommt ihr im Netto, kann ich absolut empfehlen. So richtig intensiv vanillig, ganz toll. Dann habe ich mir das letzte Mal mitbestellt bei DM diese Duftgele von Denk mit in Cozy Cotton. Steht bei mir aktuell im Gäste-WC. Riecht Bombe, ich liebe es. Dann, ja, mein liebster Proteinriegel. Ich liebe den, der schmeckt wie Snickers und viel besser als Snickers, finde ich. Kann ich absolut empfehlen. Dann dieses Schaumbad, Leute, wie geil. In Pflaume Zimt. Kuscheliger, seelenwärmer Badeschaum. Und genau so ist es auch. Der Duft, ich liebe es. Das Duschgel, davon habe ich auch noch. Bombe, kann ich absolut empfehlen. Dann hatte ich mir diese Gummibärchen mal mitgenommen. Die haben mich irgendwie angesprochen im Lidl. Aber, also, wer Lakritze nicht mag, der sollte die gar nicht essen. Ich dachte nicht dran, dass das Lakritze ist. War es aber nicht schlimm, aber es war nicht so mein Ding. Die haben auch super auch in die Zähne gehangen und so. Naja, dann geht es weiter mit den letzten zwei Produkten, meine Lieben. Dann haben wir es schon geschafft. Und zwar, ich habe mir hier einen Lip Glaze bei Temu bestellt und der ist rot und glitzert. Den will ich heute Abend tragen. Ich freue mich so. Ja, den habe ich schon mal auf der Arbeit ausprobiert, an der Weihnachtsfeier und ja, kann ich absolut empfehlen. Dann, ja, was ich auch absolut empfehlen kann, Leute, wenn ihr an dieses Belu-Parfum noch rankommt, holt euch das. Holt euch das. Das riecht wie Hypnotic Poison. Also ich liebe es. Ich habe das online bestellt. Ich habe das im Laden gerochen und das riecht so lange intensiv. Kann ich absolut empfehlen. Also wenn ihr da noch rankommt, holt euch das. So, meine Lieben, das war's gewesen. Ich will euch heute nochmal zwei Videos abdrehen. Und zwar einen Motatos-Haul und einen Shein-Haul. Und ja, dann hoffe ich auf ein Däumchen nach oben von euch. Und bis zum nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.